Ein Zombie-Unternehmen ist ein Unternehmen, das eigentlich nicht rentabel wirtschaften kann. Vor allem musst du dich auch darauf einstellen, dass es solche Dinge wie langfristige Zahlungsziele, Ratenzahlung und dergleichen, dass es das in nächster Zeit nicht mehr geben wird. Stattdessen ein Misstrauen eines jeden Unternehmers: Kriege ich mein Geld? Jetzt ist der Zeitpunkt für Vorkasse und es ist nicht die Zeit für Vorleistung. Das ist die sogenannte Insolvenzanfechtung. Auch das ist ein Thema, das in der Zukunft stark zunehmen wird. Schätzt die Zahl an Zombie-Unternehmen derzeit auf 550.000. Hallo, mein Name ist Dominik Herzog. Ich bin Rechtsanwalt und in diesem Video geht es um das Thema: Droht uns eine Pleitewelle im Jahr 2021? Gibt es eine Welle an Insolvenzen im Jahr 2021 aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise? Was spricht dagegen, was spricht dafür und was kannst du als Selbstständiger oder Unternehmer in dieser Situation tun, um dich bestmöglich auf diese möglichen Szenarien vorzubereiten und deine Liquidität sicherzustellen? Zunächst mal zur Frage, ja, gibt es eine Insolvenzwelle im Jahr 2021? Es gibt Stimmen dafür, es gibt aber auch Stimmen, die gegen eine solche Welle sprechen. Zum Beispiel der Vorsitzende des Verbands der deutschen Insolvenzverwalter, Herr Christoph Nehring. Er sagt, naja, diese Welle an Insolvenzen, die werden wir nicht bekommen. Ganz einfach, der Staat gibt momentan so viel an Unterstützung, bezogen auf das Kurzarbeitergeld, bezogen auf Überbrückungshilfen. Und man weiß auch gar nicht, wie lange diese staatlichen Hilfen noch weiter dargebracht werden, sodass es diese Welle, diesen einen Auslöser für eine Vielzahl von Insolvenzen gar nicht gibt. Wenn überhaupt, steigen die Pleiten dann nur langsam und allmählich an, aber nicht auf einen Schlag. Dieser Meinung ist auch Michael Hüter, das ist der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft. Er sagt auch, klar, die Insolvenzen, die werden steigen, aber eine richtige Welle, die wird es nicht geben. Und zwar aus einem anderen Grund. Er sagt, die Eigenkapitalquote der Unternehmen, der mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die ist so gut, dass es diese Welle gar nicht geben kann. Er stützt sich dabei auf eine Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, die besagt, dass mittelständische Unternehmen eine durchschnittliche Eigenkapitalquote von 39% haben. Das heißt, mit diesen 39% können sie sich auch durch wirtschaftlich etwas schwierige Fahrwasser wie in der aktuellen Corona-Zeit bewegen. Dazu muss man aber natürlich sagen, Durchschnitt heißt, es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe von Unternehmen, die eine viel schlechtere Eigenkapitalquote haben, die weit unter 39% liegt. Und was man in diesem Zusammenhang vor allem berücksichtigen muss, in dieser Umfrage waren ausschließlich Firmen berücksichtigt, die mindestens 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr haben. 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Diese Unternehmen haben im Durchschnitt eine Eigenkapitalquote von 39%. Das heißt aber, dass die ganzen Klein- und Kleinstunternehmen, gastronomische Betriebe, Handwerksbetriebe, Friseurläden und so weiter, dass die natürlich nicht diese immens hohe Eigenkapitalquote haben, wie das größere mittelständische Unternehmen mit vielen Millionen Euro Umsatz haben. So, das sind also die Stimmen, die beispielsweise dafür sprechen, dass es diese Pleitewelle gar nicht geben wird, also gegen eine Pleitewelle. Auch einige Bankexperten sagen, naja, diese Pleitewelle wird es nicht geben. Zum Beispiel hier Marco Wagner, der ist Senior Economist bei der Commerzbank. Alle Quellen, die ich hier in diesem Video erwähne, findest du übrigens auch unter diesem Video in der Beschreibung. Der sagt, naja, es ist tatsächlich so, es gibt sehr, sehr gute Reserven und Banken haben da natürlich nochmal einen anderen Einblick als jetzt Anwälte oder vielleicht Auskunftsteilen. Und er sagt, vielleicht ist die Eigenkapitalquote nicht bei 39%, aber sie ist doch in den letzten Jahren und vor allem seit Beginn des Jahrtausends enorm gestiegen, und zwar von 22% auf zuletzt 31%. Also auch im ordentlichen zweistelligen Bereich. Dadurch können die Unternehmen, sagt er, die Krise viel besser abfedern als beispielsweise das Ende des New Economy Booms zur Jahrtausendwende. Und man rechnet aus diesem Grunde nicht mit einer großen Welle an Unternehmensinsolvenzen, aber natürlich geht man auch dort von einer allmählich steigenden Anzahl an Unternehmensinsolvenzen aus. Was spricht denn jetzt für
diese Pleitewelle? Was spricht dafür, dass es auf einen Schlag eine Vielzahl an Insolvenzen geben wird? Nun, da muss man zunächst mal auf den Begriff der Zombie-Unternehmen eingehen. Ein Zombie-Unternehmen, was ist das? Ein Zombie-Unternehmen ist ein Unternehmen, das eigentlich nicht rentabel wirtschaften kann, das eigentlich mit seinen Erträgen, das eigentlich keine Erträge erwirtschaftet und mit den Umsätzen die Kosten im Zweifel nicht decken kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Das kann im Produkt liegen, das kann im Vertrieb liegen, wo auch immer. Aber dieses Zombie-Unternehmen wird im Prinzip, ja, ist schon tot, läuft aber irgendwie noch durch die Gegend und wird am Ende nur durch staatliche Hilfen wie Überbrückungshilfen, möglicherweise KfW-Kredite und Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld am Leben gehalten, kann sich aber eigentlich von den eigenen Erträgen nicht finanzieren. Die Auskunft der Kreditreform, die schätzt die Zahl an Zombie-Unternehmen derzeit auf 550.000. Also 550.000 Unternehmen, die derzeit vom Kurzarbeitergeld gestützt werden, durch Überbrückungshilfen gestützt werden, die möglicherweise KfW-Kredite in Anspruch nehmen. Und irgendwann werden diese staatlichen Hilfen natürlich auslaufen. Das Kurzarbeitergeld noch, das geht noch bis Ende 2021. Überbrückungshilfen wird der Staat mit Sicherheit, solange notwendig, auch verlängern bzw. neue auflegen. Und doch kann das nicht das Ziel sein, Unternehmen, die eigentlich nicht überlebensfähig sind, ausschließlich mit staatlichen Hilfen in Anspruch zu am Überleben zu halten. Das heißt, irgendwann wird der Punkt kommen, an dem diese staatlichen Hilfen eingeschränkt oder abgeschaltet werden. Und spätestens dann werden eine Reihe von Unternehmen insolvent gehen müssen, weil sie schlicht ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Für diese Welle an Insolvenzen spricht auch, dass die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, im ersten Halbjahr 2020 die höchste Förderleistung in ihrer Geschichte erbracht hat. Das heißt, die höchste Zahl an dargereichten, an gewährten Krediten, und das, obwohl eigentlich die Leistung der deutschen Wirtschaft so stark eingebrochen ist wie nie zuvor. Das sagt der KfW-Chef Günther Bräunig. Ein paar Zahlen dazu. Im ersten Halbjahr 2020 stieg das Fördervolumen, also Kredite, die dargereicht wurden, auf 76,2 Milliarden Euro. Und noch im gleichen Zeitraum, ein Jahr zuvor, 2019, waren es 33,6 Milliarden. Also mehr als das Doppelte wurde 2020 an Krediten gewährt durch die KfW. Also ein enormer Liquiditätsbedarf, ein enormer Bedarf an Fremdgeld, und das natürlich auch ein starkes Indiz dafür, dass klar momentan die wirtschaftliche Situation ist, dass die Umsätze in vielen Bereichen nicht reichen, um die Liquidität und das Überleben eines Unternehmens sicherzustellen. Klar, wir müssen auch nicht sprechen über bestimmte Branchen, die von Corona ganz besonders stark getroffen wurden. Ja, zum Beispiel die Reisebranche, die mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist aufgrund vielfältiger Aufenthaltsbeschränkungen, Quarantäneverpflichtungen und so weiter. Natürlich der gesamte Flugreiseverkehr ist eingebrochen. Also auch die Flugwirtschaft, Airlines haben extrem unter den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Gastronomie brauchen wir nicht drüber sprechen. Abstandsregelungen führen dazu, dass gastronomische Betriebe nur noch einen Bruchteil ihres Umsatzes erwirtschaften können, weil sie schlichtweg nicht diese Belegungszahlen mehr haben dürfen, wie das noch vor der Krise der Fall war. Und ja, klar, auch Baugewerbe, Hotellerie, Gastgewerbe, alles Branchen, die sehr, sehr stark getroffen sind und wo es offensichtlich ist, dass die Umsätze stark eingebrochen sind. Und wenn man natürlich in einer Branche tätig ist, die vielleicht nicht besonders margenträchtig ist und die vielleicht auch vor Corona schon zu kämpfen hatte, wie vielleicht in manchen Bereichen der Reiseindustrie, wo ein starker Preiskampf herrscht und dann noch so etwas wie Corona dazukommt und die Umsätze komplett einbrechen lässt, dann muss man nicht viel dazu zählen und nicht viel Fantasie haben, um sich darüber im Klaren zu werden, dass irgendwann natürlich auch das Eigenkapital aufgebraucht ist und eine Insolvenz unausweichlich ist. Die Insolvenzen sind derzeit zurückgegangen, sind rückläufig. Warum? Das liegt an der Insolvenz, an der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber man geht davon aus natürlich, dass diese Insolvenzen, die 2020 vielleicht noch nicht angemeldet wurden, in 2021 angemeldet werden. Also die Insolvenzzahl wird in 2021 definitiv höher sein. Das sagt auch das Statistische Bundesamt. Man rechnet dort mit 20.000 bis 28.000 Unternehmensinsolvenzen und Gewerbeabmeldungen. Das kann natürlich auch noch dazu kommen. Es ist also klar, es wird eine
eine steigende Anzahl an Insolvenzen geben. Ob es eine Welle gibt, das lassen wir mal dahingestellt. Es galt während Corona relativ kurzfristig durch die Bundesregierung angestoßen, eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Das hieß also bis vor kurzem noch, dass zahlungsunfähige und überschuldete Unternehmen keinen Insolvenzantrag stellen mussten. Das müssen sie eigentlich sehr, sehr schnell, nämlich innerhalb von 3 Wochen tun. Ansonsten macht man sich strafbar. Das wurde ausgesetzt. Auch das ein Indiz dafür, dass diese Zombie-Unternehmen, die mit fremdem Geld noch wiederbelebt oder am Leben gehalten wurden, die keinen Insolvenzantrag stellen mussten, obwohl sie eigentlich vermutlich antragspflichtig wären. Thema Eingehungsbetrug, das lassen wir mal außen vor. Aber diese Unternehmen, irgendwann endet diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und das ist für zahlungsunfähige Unternehmen bereits zum 1. Oktober 2020 geschehen. Deswegen rechnet man ganz aktuell und akut bereits jetzt mit einer steigenden Anzahl von Insolvenzen. Die aktuellsten Zahlen werden wir in Kürze hier unter diesem Video natürlich noch nachreichen. Man geht davon aus, dass eine ganze Reihe von Insolvenzen jetzt im Oktober 2021 angemeldet werden. Was ist ein zahlungsunfähiges Unternehmen? Das ist ein Unternehmen, wenn es mindestens 10% seiner Rechnungen nicht mehr begleichen kann. Also, wenn ein Unternehmen mindestens 10% seiner Rechnungen nicht mehr begleichen kann, dann ist es bereits zahlungsunfähig und muss Insolvenzantrag stellen. Es muss Insolvenzantrag stellen, jetzt auch für zahlungsunfähige Unternehmen wieder strafbewehrt. Demgegenüber ist die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen, also Unternehmen, die noch nicht zahlungsunfähig sind, denen man unterstellt, dass sie nach dem Ende der Krise selbstverständlich wieder normal wirtschaften können, die dürfen noch bis 31.12. sind die ausgenommen von dieser Insolvenzantragspflicht. Wo genau die Grenze zu ziehen ist, das ist gar nicht immer so einfach. Aber man sieht, auch hier hat der Staat schon signalisiert, man setzt jetzt nicht für alle Ewigkeit und bis in alle Zeit die Insolvenzantragspflicht aus. Und das muss man als Unternehmer natürlich ernst nehmen und sagen, wenn ich zahlungsunfähig bin, wenn ich meine Rechnungen nicht mehr begleichen kann, dann muss ich Insolvenzantrag stellen. Ja, ein weiteres Indiz dafür, dass diese Zahl der Insolvenzen womöglich signifikant steigt, jedenfalls dann auch mit dem Ende der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen, also ab dem 01.01.2021. Man sagt aber auch, Steffen Müller vom Institut der Wirtschaftsforschung sagt, ja, es wird eine Steigerung geben, eine Steigerung an Insolvenzen, aber wir haben immer noch das Kurzarbeitergeld, das extrem lange verlängert wurde, nämlich bis 2021. Das wird viele Unternehmen noch davor bewahren, Insolvenz anmelden zu müssen. Und er sagt auch, ja, grundsätzlich sind die Unternehmen derzeit zwar stärker betroffen als in der Finanzkrise, denn es ist die gesamte Wirtschaft betroffen, aber dennoch gibt es viele staatliche Hilfsmittel, die Unternehmen davor bewahren, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Ja, nun kommen wir zu dem konkreten Teil. Ja, was heißt das für dich als Unternehmer, für dich als Selbstständiger? Ob es jetzt die Welle gibt, eine Insolvenzwelle oder Pleitewelle, oder ob es einfach eine signifikant steigende Zahl an Insolvenzen ist, das sei mal dahingestellt. Das spielt auch keine Rolle. Was sich jedoch ändert, ist, es wird definitiv Unternehmen geben, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, die sie vielleicht jetzt schon nicht mehr zahlen können, und davon wird es zukünftig immer mehr geben. Das heißt, du musst dir in 3 Schritten überlegen, wie kannst du dich jetzt auf dieses Szenario, wie viele Insolvenzen es am Ende auch immer werden, einrichten und vorbereiten. Wie kannst du dich absichern und vor allem musst du dich auch darauf einstellen, dass es solche Dinge wie langfristige Zahlungsziele, Ratenzahlung und dergleichen, dass es das in nächster Zeit und in naher Zukunft nicht mehr geben wird. Stattdessen ein Misstrauen eines jeden Unternehmers, kriege ich mein Geld und kriege ich mein Geld, bevor ich irgendwas liefere. Das ist auch das, was du als Unternehmer jetzt sofort anpassen solltest und in den Griff bekommen solltest, nämlich, dass du grundsätzlich nicht mehr in Vorleistung gehst, sondern stattdessen Vorkasse einforderst. Das heißt, erst ist das Geld bei dir auf dem Konto, zumindest so, dass du selbst deine Rohstoffe bezahlen kannst und nicht in die Situation kommst, du gehst in Vorleistung und bekommst dein Geld, aber erst viel, viel später oder nie. Also, hier muss man die Verträge anpassen, hier muss man die Zahlungsmodalitäten auch zum Beispiel in allgemeinen Geschäftsbedingungen, in den Verträgen anpassen, um zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt für Vorkasse und es ist nicht die Zeit für Vorleistung.
Du musst dir auch als Unternehmer und als Selbstständiger jetzt angucken, was habe ich denn für Forderungen gerade offen? Geh in die Buchhaltung und sieh dir dort an, was für Forderungen sind derzeit noch nicht ausgeglichen von deinen Kunden, von deinen Lieferanten, und nimm dieses Forderungsmanagement jetzt ernst, nimm es in die Hand und sorge dafür, dass die Gelder eingetrieben werden, auch unter Zuhilfenahme vielleicht von einer Anwaltskanzlei, von Anwälten, die ihre Verzugskosten dann auch nochmal geltend machen können bei der Gegenseite. Aber noch ist die Zahl nicht so hoch, wie sie in der nahen Zukunft und in der Zukunft sein wird. Wie gesagt, unabhängig davon, ob es eine Welle gibt oder ob einfach die Zahlen langsam ansteigen, das ist auch eine begriffliche Frage. Aber du musst jetzt dafür sorgen, dass dein Unternehmen genügend Liquidität hat, um durch diese Krise zu manövrieren, und dafür musst du natürlich offene Forderungen eintreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Keiner möchte das Insolvenzrisiko der anderen tragen. Und natürlich ist es schade, dass es so eine Entwicklung des Misstrauens gibt, dass man im Prinzip keinem Unternehmer mehr so über den Weg trauen möchte, sondern jeder verlangt Vorkasse. Aber das ist schlichtweg auch ein Aspekt der Sicherheit, um für dein Unternehmen das Überleben zu sichern und Liquidität zu sichern. Jetzt gibt es den Fall, wenn einer deiner Kunden oder Lieferanten tatsächlich Insolvenz anmelden sollte und du vielleicht vorher schon dein Geld erfolgreich eingetrieben hast, kann es sein, dass der Insolvenzverwalter auf dich zugeht und sagt, dieses Geld, das steht nicht dir zu, sondern das steht anteilig allen Gläubigern zu. Ich verlange das von dir zurück. Das ist die sogenannte Insolvenzanfechtung. Auch das ist ein Thema, das in der Zukunft stark, stark zunehmen wird. Hier geht es darum, sich zu verteidigen, auch genau die Argumentationen der Insolvenzverwalter zu prüfen. Ist diese Vergütung, diese Forderung tatsächlich zurückzubezahlen, oder versucht der Insolvenzverwalter hier Geld einzutreiben, was tatsächlich gar nicht mehr einzutreiben ist, sondern was dem Gläubiger gehört. In diesem Fall musst du, wie gesagt, den Anspruch genau prüfen. Das ist auch ein Aspekt der Verteidigungsstrategie. Diese Forderungen der Insolvenzverwalter werden in der nahen Zukunft stark zunehmen. Wenn du zu diesen Themen noch mehr Infos wissen möchtest, dann wirst du rund um dieses Video einen Link finden, unter dem du dich zu diesen Themen Forderungsausfall, Forderung, Insolvenz und so weiter informieren kannst, auch ein kostenloses Erstgespräch buchen kannst, wenn du Fragen hast, wie gehe ich jetzt vor aktuell, soll ich das machen oder soll ich jenes machen, denn wie gesagt, momentan ist sich jeder selbst der Nächste und jeder sollte versuchen, seine offenen Forderungen so schnell wie möglich einzutreiben und sich gegen Insolvenzanfechtungen zu verteidigen. Also, die Insolvenzzahlen, ob es nur eine Pleitewelle als solche geben wird oder nicht, die werden ansteigen und du musst jetzt als Selbstständiger und als Unternehmer musst Verantwortung nehmen und dich auf dieses Szenario einstellen. Dein Vertragsmanagement und dein Mahnungswesen auf den aktuellen Stand bringen und dich bereits jetzt vorbereiten, was ist, wenn Lieferant A, Lieferant B ausfällt oder Kunden nicht bezahlen. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, dann freue ich mich sehr, wenn du diese unterhalb dieses Videos in die Kommentare postest. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch. Jetzt heißt es, als Unternehmer muss man durch diese anstrengende Zeit mit Kraft und Energie, und ja, ich und wir unterstützen dich gerne dabei, und ja, es wird dir auf diesem Kanal schon bald ein neues Video zu diesem Thema geben. Bis dahin wünsche ich alles Gute, mach's gut, bis dann.